Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Rider und die Willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht's ran an den Paw Patrol Tower. Wir wollen uns heute basteln, aber vorab noch eine kurze Frage an euch. Seid ihr mehr Hund- oder Katz-Fan? Könnt ihr mal in die Comments schreiben, aber ich würde sagen, Blöcke in die Hand, auf geht's. Heute brauchen wir, ganz einfach gesagt, wir holen uns ein bisschen roten Beton raus, denn gelber Beton ist dabei, weißer Beton, blauer Beton und hellblauer Beton. Also viel Beton heute, was wir verbauen werden. Dann nehmen wir uns noch ein paar steinzige Mauern einfach mal raus, denn nochmal davon bitte die Stufen. Und dann holen wir uns wieder Glas raus. Ich empfehle jetzt einfach mal für unseren Tower ganz einfach ein bisschen türkises Glas. Und dann holen wir uns ein bisschen schwarz Beton raus. Zuallererst geht's wie immer an den Grundriss. Wir nehmen einmal roten Beton und fangen am besten in irgendeiner Ecke an. Da setzen wir erstmal einfach einen Zweier hin. Und dann gehen wir einfach, würde ich mal sagen, wie fangen wir an? Einfach mal hier nach der linken Seite gehen wir. Also wir setzen uns zwei hin. Und dann setzen wir 1, 2, 3 einzelne. Dann kommt ein Zweier da einmal hin. Dann geht es wieder mit einzelnen wieder zur Seite weg. Da setzen wir 1, 2, 3, 4, 5 Einzelne einmal ran. Dann kommt wieder ein Zweier. Und jetzt machen wir so einen Wechsel von ein Einer, ein Zweier. Dann kommt nochmal ein Zweier, dann zwei Einer. Und dann lassen wir es erstmal so und müssen erstmal das Maß nehmen. Also wir hatten hier die 5 Einer, kommt ein Zweier, ein Einer, ein Zweier, ein Zweier und zwei Einer. Sobald wir das haben, geht es natürlich jetzt mit einer geraden Reihe lang. Da setzen wir jetzt einfach so einfach schräg wieder davon. Einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke einfach mal gerade hin. Dann gehen wir einmal zur Seite weg. Da setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. Insgesamt haben wir denn hier eine 7er Länge. So, jetzt brauchen wir eigentlich gar nicht 10. Jetzt können wir hier einfach mal zack gerade wieder runtergehen. Nicht weiter, als wir das haben. Und dann machen wir eigentlich genau synchron jetzt, was wir jetzt schon haben, einfach auf der anderen Seite. Das heißt, dann machen wir hier einfach mal zwei Zweier. Dann machen wir einfach mal einen Zweier hin. Dann nochmal ein Zweier. Ein Einer. Wieder ein Zweier. Dann kommen 1, 2, 3, 4, 5 Einzelne. Dann machen wir einfach mal einen Zweier hin. Und dann drei Einzelne. Und wieder unter Zweier, wo wir gestartet haben. Sobald wir unser Grundmaß haben, brauchen wir nur noch 5 Einzelne, die wir einfach so schräg mal nach oben so verlaufen lassen. Zack, 5 Stück. Andere Seite machen wir auch nochmal 5 Einzelne. 1, 2, 3, 4, 5. Und sobald wir das haben, können wir jetzt darauf einfach mal eine gelbe Betonschicht uns platzieren. Und sobald wir da einfach eine gelbe Betonschicht drauf haben, machen wir das gleiche dann nochmal einfach hier mit unserem weißen Beton. Und sobald wir das denn hier einmal langgezogen haben, wollen wir auch gleich schon mal uns die mit dem bisschen vorzeichnen. Und zwar machen wir unten schon mal die Tür hin. Das heißt, jetzt einfach hier gerade ran setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal den ja, blauen Beton einfach mal ran. Sobald wir noch eine 6er Höhe haben, gehen wir nochmal ein zur Mitte und setzen darauf dann die nächste Ebene zur anderen Seite. Sobald wir das haben, nehmen wir jetzt mal unseren hellblauen Beton und können hier einfach innen drin auch nochmal, sage ich mal, so eine Ebene hier lang setzen. Da sollten wir jetzt einfach mal darauf achten, dass wir hier ein 5x5 Kästchen bekommen. Jetzt haben wir hier natürlich noch 4. Zack, gehen wir hier noch einmal hoch. So, dass wir halt hier auf jeder Seite 5 Blöcke haben. Boden ist auch 5. Wunderbar. Dann können wir schon dahinter, wer möchte, gern schon mal eine Glasblockreihe sich hier einmal platzieren. Und sobald wir dann hier natürlich den Eingang haben, können wir auch gleich schon hier vorne, sage ich mal, diesen ja, Türbereich ein bisschen genauer kennzeichnen. Einfach einen weißen Betonblock hier einfach mal hinsetzen, Mauern oben und unten einmal platzieren. Und dann machen wir einfach noch ein paar Stufen hin. Sobald wir unseren Türbereich haben, geht es weiter, dass wir natürlich jetzt hier die Seiten natürlich hochbauen. Da machen wir das Ganze so ein bisschen wie eine Schräge. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal mit den vorderen Seiten an, die natürlich ein bisschen schwieriger sind, aber das kriegen wir schon hin. Und zwar machen wir das ganz einfach so, dass wir jetzt einfach mal auf die Innenseite fliegen und einfach hier immer einmal ran nochmal eine weitere Blockschicht setzen. Sobald wir das haben, können wir jetzt die nächste Reihe erhöhen. Damit gehen wir einfach zur Seite mal hier einen Zweier hin. Und können dann von den Zweier hier einfach immer so mal voneinander ausgehen, dass wir immer hier so vorne ran einfach so wie so ein Zweier immer hier einmal ransetzen. Und zack, hier zur anderen Seite auch so den Zweier. Ne? Dass wir hier einfach so erstmal das Maß haben. Dann erweitern wir das hier hinten alles einfach mal so bis hier zu diesem einen Block, der hier, ja sagen wir mal hier hinten ist. Also dass wir hier noch zwei weitere Blöcke ransetzen. Und dann können wir hier wieder eine weitere Ebene so einmal langziehen. Bevor wir jetzt, sage ich mal, hier weitermachen, machen wir es lieber synchron gleich mit auf der anderen Seite. Nicht, dass wir dann hier so ein bisschen durcheinander kommen und immer gucken müssen. Also wird hier wieder synchron gearbeitet. Erste Reihe einfach eine Blockreihe ransetzen. Danach machen wir hier immer zwei Blöcke ran. Zack, zwei, 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 zwei und zack. Hier sonst ein Zweier machen. So, dann fliegen wir mal auf die Innenseite, setzen hier auch wieder zwei auf den Seiten an. Wunderbar. Und jeweils hier, zack, 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 noch drei einzelne Blöcke. Sobald wir das noch natürlich auf beiden Seiten hier haben, geht es jetzt weiter mit der nächsten Reihe.
Da machen wir das Ganze so, dass wir hier dann einen Dreier haben. Das können wir beide gleich auf beiden Seiten machen. Dreier. Dann verbinden wir das hier wieder so in der Mitte einmal. So können wir das ruhig machen. Und sobald wir das haben, setzen wir dahinter auch nochmal hier wieder so eine Reihe an. Müssen wir das hier natürlich auch wieder zuziehen. Wunderbar. Auch nochmal hier eine Reihe ran. Und dann setzen wir nochmal zwei weitere Blöcke und das war's. So, das machen wir nochmal dann auf der anderen Seite. Also auch hier setzen wir erstmal so ein Dreier zuerst einmal lang. Andere Seite genauso. Einfach mal den Dreier hier. Dann verbinden wir das hier einmal in der Mitte. Und setzen dann hier, zack, würde ich mal sagen, noch dahinter eine weitere Reihe ran. Zack, andere Seite genauso eine weitere Reihe ran. Und nochmal zwei einzelne hier in der Mitte. Sobald wir das dann haben auf beiden Seiten, geht es wieder mit der nächsten Reihe weiter. Da fangen wir jetzt hier bei dem Block an. Setzen jetzt hier an der Seite einen Vierer hin. Andere Seite genau das gleiche Spiel. Einfach dann hier, zack, einen Vierer. Dann natürlich hier einmal die Mitte setzen wir im Block hin und könnt dahinter einfach wieder eine weitere Reihe lang ziehen. Ich würde mal sagen, die machen wir gerade mal so hier bis zu der Tür. Andere Seite ziehen wir ja auch eine Reihe lang. Die machen wir komplett einmal hier bei diesem Zweier, den wir hier haben, können wir das ruhig machen. Und können danach in der Innenseite hier einfach so drei Blöcke uns einmal platzieren. So, das ist erstmal der Schritt, den wir machen. Das machen wir natürlich jetzt auf der anderen Seite noch nachziehen. Das heißt hier, zack, setzen wir erstmal unseren Vierer hin. Ne, dass wir erstmal hier vier Blöcke haben. Andere Seite machen wir es genauso. Zack, unseren Vierer. Hier in der Mitte machen wir einen Einer hin. Dann machen wir dahinter noch eine zweite Reihe einfach mal ran. So, hier komplett den Zweier nehmen wir dann einmal mit. Und in der Mitte machen wir einfach dann so drei Blöcke hin. So, weiter geht's jetzt, dass wir, sag ich mal, jetzt hier zu diesen einen hinfliegen. Setzen den mal hier wieder einen höher als hier alles andere ist. Ziehen uns das auf eine Länge, dass wir insgesamt fünf haben. Dann setzen wir hier so eine Zweier ran. Gefolgt von zwei Einern. Obwohl, halt, hier machen wir dann lieber einen Zweier hin. Also, wir machen da einen Zweier ran, einen Einer und einen Zweier. Sobald wir es dann hier haben, machen wir es natürlich auf der anderen Seite einfach mal hinterher. Also, wir fliegen zuerst hier zu den Einer, zack, ziehen das nach oben, machen daraus einen Fünfer hin. So, setzen dahinter dann einen Zweier ran. Dann machen wir hier noch einen Einer hin und einen Zweier. Sobald wir das haben, geht es jetzt erstmal mit der Rückseite weiter. Die ist eigentlich relativ simpel. Da fangen wir einfach vorne an, dass wir das hier wie so eine Pyramide, ups, nicht so, sondern so machen wie eine Pyramide. Und zwar lassen wir immer zwei Blockebenen immer Platz. Dann ziehen wir das Ganze hier erstmal so ein bisschen hoch, dass wir dann erstmal hier fünf Ebenen erhalten. Ne? 1, 2, 3, 4 und 5. Sollten hier oben noch drei Blöcke haben. Und beim letzten, zack, machen wir nochmal einen Block hin. So, das Maß können wir dann hier einmal zur anderen Seite ziehen und natürlich dann auch halt die Mitte komplett einmal ausfüllen. Sobald wir dann hier hinten das alles so zugezogen haben, bleibt noch eins übrig. Und zwar die Seitenteile, die wir haben, ziehen wir erstmal so ein bisschen, würde ich mal sagen, auf die Höhe, die wir jetzt hier vorne haben. Da können wir das hier ruhig einmal so nachziehen. Sobald wir das Ganze geschafft haben, geht es jetzt weiter, dass wir den Turm natürlich noch ein bisschen höher setzen. Wir beginnen jetzt einmal mit unserem hellblauen Beton. Und zwar ziehe ich mir jetzt einfach mal hier den blauen Beton einfach mal auf die Höhe, wie wir, sage ich mal, das jetzt hier so haben. Und möchte ihn mir jetzt, sage ich mal, so da oben ziehen, dass hier unsere Glasfront ist. Das heißt, ich setze mir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Blöcke einmal hin. Das machen wir natürlich nochmal ein zweites Mal. Einfach hier so mit dieser Strebe einfach auf 27 Blöcke hoch. Kann danach dann ganz oben das einfach mal einmal miteinander verbinden. Dann lasse ich mir so, würde ich mal sagen, 5 Blöcke Platz. So ab dem 6. hier von oben gesehen. Zack, setze ich nochmal eine Strebe hin. Und unten möchte ich mir nochmal eine Strebe hinsetzen, dass wir hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Platz lassen. Also ab dem 7. zack, setze ich mir nochmal so eine Strebe hin. So, jetzt kann man schon gleich mal das Glas nehmen und das hier einmal natürlich einmal reinsetzen. Sobald wir es dann soweit haben mit unseren Glasblöcken, geht es jetzt weiter wieder mit unseren weißen Beton. Da fangen wir jetzt einmal an, erstmal so einen leichten Grund auszuziehen. Wir setzen jetzt hier hinter einen Block. Dann gehen wir einen so schräg davon. Dann machen wir hier einen Zweier hin. Und dann können wir hier eigentlich schräg davon das einfach mal ein bisschen nach hinten ziehen zu diesem Zweier. Dann sollten wir so um die 6 Blöcke haben. Dann übernehmen wir das genauso, wie wir das hier haben. Das heißt, hier machen wir einen Zweier hin. Hier kommt ein Einer hin. Und den hier, diesen Lümmel, den ziehen wir mal hier komplett zur anderen Seite. Den machen wir jetzt einfach mal gerade hin. So, zur anderen Seite geht es dann wieder weiter. Zack, mit einem Einer. Dann machen wir hier einen Zweier hin. Dann kommt hier, zack, wie mal sagen, dieser lange Lulatsch hin. Oh, den können wir mal nach vorne ziehen. Das sind dann hier wieder 6 Blöcke, die wir haben. Ja. Dann kommt hier wieder einfach mal, zack, so ein schöner Zweier hin. Dann kommt hier ein Einer hin. Und hier gleich dran setzen wir nochmal so ein Einer. So, das, was wir jetzt, sage ich mal, hier am Maß haben, können wir jetzt auch auf 27 Blöcke hochziehen. Halt so hoch, wie wir jetzt, sage ich mal, die Glasfront haben. Das machen wir nochmal. Ich stelle mich nochmal einmal kurz hier rüber.
Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so gut sehen kann hier bei diesem weißen Beton. So, um nochmal das Maß zu haben. Ne, es geht halt los mit einem Einer, Einer, Zweier, Sechser, Zweier, Einer. Das müsste, glaube ich, hier ein Neuner sein. Jawohl. Dann hier wieder Einer, Zweier, Sechser, Zweier, Einer und Einer hier dann einfach mal so ransetzen. So, dann wollen wir das Ganze natürlich einmal hochziehen. Sobald wir es geschafft haben, das alles hier auf 27 Blöcke hochzuziehen, geht es jetzt weiter mit unserem blauen Beton. Wir fangen hier oben einmal an. Lassen, so würde ich mal sagen, eine Blockreihe, dann einmal hier Platz darüber. Dann setzen wir uns hier einfach mal 7 Blöcke hin und ziehen uns jetzt hier so einen kleinen Kreis einfach mal hin. Also wir fangen mit 7 Blöcke an. Dann schräg davon geht es los, denn hier mit einem Zweier. Dann kommen jeweils hier zwei Einer. Dann geht es wieder weiter hier mit einem Zweier. Und danach setzen wir hier dann, zack, einfach mal einen Sechser hin. Ne, einfach 6 Blöcke. Und dann geht das eigentlich immer hier wieder weiter, weiter, weiter. Also wir haben jetzt hier an den Seiten 6 Blöcke von der Länge und Vorder- und Rückseite 7 Blöcke, einen Block halt mehr. Und die Seiten sind immer gleich, ne? Von 2, dann 2 Einer und ein Zweier. So können wir den Kreis dann hier erstmal vollständig bauen. Und sobald wir den Kreis haben, bleibt die nächste Aufgabe, dass wir das Ganze jetzt hier auf eine insgesamte Zweierhöhe uns einmal ziehen. Und nachdem wir dann die Zweierhöhe haben, können wir auch hier alles, was einmal offen ist, nochmal einfach mal mit einem Block dann hier einmal zuziehen. Und sobald wir das dann geschafft haben, geht es wieder weiter mit dem nächsten Kreis. Jetzt nehmen wir mal unseren hellblauen Beton. Wir lassen wieder einfach mal eine Blockreihe dazwischen Platz. Setzen uns wieder hier, sag ich mal, erstmal so ein bisschen in Form des Kreises. Das heißt, wir machen erstmal hier wieder 7 Blöcke. Jetzt machen wir aber gleich daneben einfach mal hier so ein Zweier hin, gefolgt von noch einem Zweier. Dann machen wir einen Einer hin und so geht es dann wieder zur Seite weg, dass wir dann hier nach dem Einer wieder zwei Zweier machen und komplett hier auf der Seite wieder einfach einen Sechser. Also, die Seiten- und Vorderseite hat sich nicht geändert. Ne, hier an den Seiten machen wir 6, Vorder- und Rückseite machen wir 7 und die Seiten sind immer gleich. Das heißt zwei Zweier, dann ein Einer und wieder zwei Zweier. So, können wir das hier einmal ringsherum ziehen. Und sobald wir unseren Kreis denn einmal so geschafft haben, geht es wieder weiter, dass wir jetzt darauf natürlich das Ganze wieder auf eine Zweierhöhe machen. Und alles, was hier frei ist, bedecken wir nochmal einmal mit unserem blauen Beton. Sobald wir das denn geschafft haben, ist der nächste Schritt, dass wir mal unseren gelben Beton nehmen und darauf jetzt einfach eine gelbe Betonschicht uns einmal ziehen. Sobald wir das denn fertig haben mit unserem gelben Beton, geht es jetzt erstmal an unserem blauen Beton wieder an und dann wollen wir uns wieder einen Kreis zeichnen. Jetzt machen wir es aber einmal auf der innenliegenden Seite und zwar, dass wir jetzt einfach mal, na, vielleicht nicht so weit gehen, wir lassen einfach vorne 1, 2, 3 Blöcke Platz. Zack, ab dem vierten setzen wir unsere Markierung hin. Wir machen diesen Block auch auf der gleichen Höhe, wie wir, sag ich mal, den gelben Beton haben. Also 3 Blöcke davor Platz lassen, dann können wir ihn da einmal hinsetzen. Dann machen wir jetzt auf der Vorderseite, wie wir es halt immer schon kennen, einfach 7 Blöcke hin. Hier mal kurz gucken, 7 Blöcke, passt das? Ja, wunderbar. Dann gehen wir zu den Seiten, da machen wir jeweils immer jetzt 3 einzelne einfach mal hin, um hier, sag ich mal, unseren Kreis so ein bisschen zu zeichnen. Ne, 3 einzelne Blöcke. Und dann machen wir da wieder an den Seiten einfach wieder das Maß, was wir immer schon haben, einfach 6 Blöcke. Ja, und so können wir eigentlich unseren Kreis jetzt zeichnen. Halt, die Schrägen sind halt immer mit 3 Blöcken, Vorder- und Rückseite 7 und die Seiten dann einfach mit 6. Sobald wir dann jetzt unseren Kreis hier einmal uns platziert haben, ist der nächste Schritt, dass wir jetzt unseren blauen Beton einmal nehmen und alle freien Flächen, die wir, sag ich mal, hier vorne noch haben, komplett einmal jetzt ausfüllen, bis wir, sag ich mal, zu unserem Kreis so anstoßen. Einfach dann hier den blauen Beton nehmen, so ein bisschen hier den Boden einmal reinzeichnen, ne? Dass wir, sag ich mal, hier auch gut laufen können und nirgendwo halt runterfallen. Sobald wir das dann hier einmal unten ausgenudelt haben, unseren Boden, sollte das dann jetzt im Endeffekt erstmal so aussehen. Nochmal einmal kurz drüber stehen, ne? Um sich das hier nochmal kurz anzuhalten, wer möchte. So, jetzt wollen wir das Ganze auch ein bisschen höher setzen. Wir fangen am besten auf der Vorderseite einmal an. Und zwar, dass wir jetzt hier einfach mal 3 weitere Blöcke uns einmal drauf platzieren. Schräg dahinter machen wir auch nochmal 3 weitere Blöcke rauf, dass wir halt hier dann erstmal so 4 Blöcke haben. So, andere Seite machen wir synchron das einmal mit. Und jetzt können wir das Ganze auch einmal nach vorne so überstehen lassen. Und dann setzen wir auch nochmal einfach 4 Blöcke einfach mal so hin. Wunderbar, 4 Blöcke. Und hier hinter können wir das natürlich dann einmal auch noch mitziehen. So, andere Seite machen wir das genauso. Wir könnten theoretisch auch hier einfach nochmal 4 Blöcke raufsetzen. So, dass wir, sag ich mal, hier unten 4 haben. Dann kommen wir nochmal 4. Nur halt so einen weiter nach vorne gesetzt. So, das machen wir hier natürlich auch. Und weil ich ja immer ein Freund bin vom Massenarbeiten, machen wir synchron natürlich gleich auf der anderen Seite mal mit. Ne, dann brauche ich es nicht noch einmal erklären. Also, zack, 4 Blöcke. Zack, ab dem 5. Zack, jetzt wieder so nach oben. Machen wir wieder 4. So, und mal gucken, ob es passt. Wunderbar. Und dann können wir das hier ein bisschen dicker bauen. So, sobald wir das natürlich hier auf beiden Seiten denn soweit haben, gehen wir mal zu den Seiten. Da in der Mitte setzen wir natürlich auch nochmal 2 hin. Setzen hier auch wieder 3 rauf, dass wir hier insgesamt halt
4 haben. Obwohl, ich denke gerade, wir könnten auch theoretisch gleich 8 setzen, ne? Warum machen wir es wieder uns so schwer? Nee, wir machen hier gleich insgesamt einmal 8 drauf. Und bei den obersten 4, zack, setzen wir nochmal vorne welche ran. Ich glaube, das ist viel einfacher erklärt, als wenn wir hier 4x4 machen. So, einfach 7 Blöcke noch raufsetzen, dass wir hier 8 haben. Und bei den obersten 4, zack, setzen wir einmal nach vorne sowas ran. Genau. Wir sollten uns nicht zu schwer machen. Sobald wir das haben, ist die nächste Aufgabe. Wir fangen jetzt am besten bei den Seiten an, dass wir hier oben zur Seite einfach mal noch 2 weitere Blöcke ransetzen. Und dann hier das andere einmal verbinden. Und da sollten dann insgesamt so, zack, ups, so, 3 einzelne Blöcke dann hier so passieren, ne? So, das machen wir eigentlich hier auf jeder Seite, dass wir hier einfach zack, 2 Blöcke ransetzen und hier mit der anderen Seite das einmal so schräg miteinander verbinden. Sollten wir dann perfekt so 3 einzelne Blöcke hier noch setzen. So, andere Seite, wir machen synchron wie immer einmal mit. Wunderbar, sobald wir es natürlich auf beiden Seiten haben, fliegen wir einmal auf die Rückseite von unserem Gebäude. Hier können wir das eigentlich oben einfach gerade miteinander verbinden. Auf der anderen Seite, auf der Vorderseite von unserem Gebäude, machen wir nur bei der Rückseite. Zack, hier sowas hin. Hier vorne lassen wir es einmal so halt so offen. Denn ich sag mal jetzt hier vorne, wollen wir uns ja noch einen weiteren Eingang machen, ne? So, sage ich mal, wie man hier oben raufkommt. Das heißt einfach, wir schlagen mal hier unten die 5 Blöcke einmal weg. Da können wir ruhig gern unseren Boden einmal reinziehen. Hier an der Seite, zack, ziehen wir einmal komplett bis nach oben einfach mal unseren blauen Beton. So. Dann verlasse ich mir einfach mal hier oben die erste Strebe frei. Setz mir darunter einfach mal hier so einen Bogen hin. So, zack, so ein leichter Bogen. Und dann können wir, würde ich sagen, dahinter einfach noch einmal, zack, hier uns so eine Strebe reinziehen. Und dann machen wir hier auch gleich vorne die Türen. Das heißt, ich setze mir jetzt hier einfach meine Glasblöcke hin. Sollten jetzt perfekt, sag ich mal, hier auf erstmal eine, gucken wir mal hier auf eine 5er Höhe kommen. Ne, 5x5. Und dann setzen wir hier oben nochmal 3 weitere hin. Und sobald wir es haben, können wir hier wieder einfach mal unsere Tür reinsetzen. Also, dass wir das hier wieder einmal kennzeichnen. Das machen wir eigentlich genauso, wie wir es unten schon hatten. Ne, eigentlich hier genau die gleiche Tür. So. Obwohl, ich glaube, hier oben sollten wir lieber die Mitte, sage ich mal, ein bisschen versetzen, so dass wir unten zweimal eine Mauer haben. Aber an den Seiten machen wir wieder hier, zack, einfach unsere Stufen. Genau, so sieht das doch viel besser aus, ne? Denn wir wollen jetzt, würde ich mal sagen, noch erstmal, bevor wir jetzt hier das Geländer bauen, die ganzen Fenster verkleiden. So, da fangen wir unten einmal an, dass wir hier natürlich erstmal und zack, so wie wir das hier drauf haben, auch hier einfach mal erstmal dreimal unsere Glasblöcke einmal platzieren. So, das könnte man eigentlich auch erstmal überall machen, nur dass wir erstmal den leichtesten Schritt haben und überall, so wie es schon vorgegeben haben, hier 3 Blöcke raufsetzen. Sobald wir das natürlich einmal geschafft haben mit unseren Glasblöcken, ist der nächste Schritt, dass wir es schräg davon setzen. Gut, jetzt hier auf der Rückseite ist es natürlich am leichtesten, ne? Da können wir das hier einfach so reinsetzen. Aber jetzt hier bei den Schrägseiten müssen wir wieder ein bisschen darauf achten, ne? Zack, zack, zack. Setzen wir es eigentlich, ja, eigentlich brauchen wir gar nicht richtig darauf achten. Wir haben es jetzt ja oben schon einmal vorgekennzeichnet. Ha, wir sind ja so vorbereitet. Da können wir das einfach hier, so wie wir das oben haben, noch einmal hier so dreimal runtersetzen. Nur einfach so, nehmt das einfach zur Hand. Zack, zack, zack. Und nochmal 3 einzelne. So, die Vorderseite haben wir an sich fertig. Nur noch hier die Seiten müssen wir einfach nur noch bestücken. Sobald wir hier dann überall unsere Glasblöcke einmal reingesetzt haben, nehmen wir nochmal unseren blauen Beton und wollen uns jetzt ein Geländer ziehen. Wir fangen auf der Vorderseite an. Wir suchen uns hier mal die Mitte raus, setzen da gleich mal so 2 Blöcke rauf. Dann gehen wir zur Seite und lassen so 4 Blöcke immer Platz. Ne, hier haben wir den 5. Zack, Marker rauf, dann wieder 4 Blöcke Platz lassen. Ne, immer so halt genau 4 Blöcke, zack. Dann setzen wir uns wieder so eine Stange hin, lassen uns wieder 4 Blöcke. Jetzt hier bei den Seiten müssen wir einfach mal so einen Zweier machen, der ein bisschen dicker ist. Dann lassen wir wieder 4 Blöcke Platz, Marke hin, dann wieder 4 Blöcke Platz lassen. Jetzt muss ich mal nochmal gucken, ja doch, 4 Blöcke, zack, Marke hin. Dann wieder 4 Blöcke und dann sollten wir perfekt hier hinten bei der Mitte ankommen. Und dann geht es eigentlich genauso hier wieder nach vorne weg. Gut, hier an der Seite müssen wir wieder halt wieder so einen dicken machen, aber sonst passt das eigentlich komplett hier. So, wieder 4, zack, wunderbar und 4. Ja, sobald wir es geschafft haben, können wir das hier oben natürlich noch einmal hier auf jeder Seite zuziehen. Einfach hier auf jeder Seite, zack, machen wir einfach das Geländer hin. Sobald wir denn unser Geländer hier einmal ringsherum gezogen haben, geht es jetzt weiter, dass wir natürlich jetzt noch das darauf setzen. Wir nehmen mal unseren roten Beton und lassen jetzt hier einfach von der letzten Blockebene, die wir hier oben haben, einfach mal 2 Blöcke Abstand. Dann machen wir mal auf der Vorderseite eine Länge von insgesamt nicht 7, sondern jetzt hier einfach mal ja, 9 Blöcke hin, nur dass wir hier insgesamt 9 Blöcke haben. Perfekt natürlich zur Mitte ausgerichtet. Zu den Seiten gehen wir dann jetzt einmal, dass wir uns hier jetzt den Kreis so zeichnen, dass wir davon dann 3 haben. Dann machen wir uns hier einfach mal 2 einzelne Blöcke. Dann kommt wieder einfach hier unser Dreier hin. Ups, natürlich jetzt ohne die anderen Blöcke kaputt zu machen. Und dann können wir jetzt hier vorne ran einfach noch einen 8er Block, also eine 8er Länge hier einfach mal langziehen.
Wollen wir mal hier gucken, ob wir hier auch wirklich 8 haben. Ja, wunderbar. Und dann können wir das eigentlich jetzt hier so wieder das Maß einmal ringsherum ziehen. Ne, wir haben auf den Vorder- und Rückseiten 9 Blöcke. Dann kommt 3, 2, 1er, wieder ein 3er, ein 8er. Und so ziehen wir das hier einmal ringsherum. Sobald wir das einmal ringsherum gezogen haben, bleibt wieder die nächste Aufgabe nicht verschont. Und zwar müssen wir jetzt hier diesen Bereich, der überall offen ist, noch einmal mit unseren Blöcken hier einmal ausfüllen. Sobald wir dann die Fläche einmal ausgefüllt haben, geht es jetzt wieder weiter mit dem nächsten Kreis. Da fliegen wir einfach mal auf die Vorderseite hin. Wir lassen jetzt einfach mal 2 Blöcke Platz und setzen uns hier einfach mal einen 7er hin. So, das sind jetzt hier 5, 6 und 7. So, dann haben wir hier einen 7er. Gehen zu den Seiten, machen einfach ein 2er, dann wieder 2 1er, ein 2er und dann kommt hier einfach mal ein 6er hin. Also eigentlich so ein bisschen wie das Maß denn hier ist. Dann geht es wieder weiter mit einem 2er, 2 1er, 2er, dann kommt wieder unser 7er. Sollte auch perfekt dann hier an unserem blauen Beton passen. So, nur dass wir dann hier mal ein 2er machen, dann 2 1er, 2er und ein 6er hier an der Seite. Dann wieder ein 2er, 2 1er und kommt perfekt hier wieder vorne an, nach vorne halt. So, jetzt müssen wir einfach mal die Fläche hier in der Mitte auch ein bisschen ausfüllen. Ich würde mal sagen, ihr macht einfach so ein Maß von 4 Blöcke hier auf jeder Seite. Sobald wir jetzt hier natürlich die Fläche ausgewählt haben, geht es wieder mit der nächsten Ebene los. Wir fliegen mal hier zu unserer 7er Breite, die wir hier haben. Lassen dann einfach 3 Blöcke Platz. Dann setze ich mir hier einfach mal so einen 5er hier mal schön hin in die Mitte. Ne, so schön hier in der Mitte, zack, den 5er. Dann gehe ich zur Seite, mache mir einen 2er hin. Nochmal so einen 2er hier so zur Abbiege. Und mache mich hier dann einen 4er hin. So, dann mache ich mir hier wieder so einen 2er, 2er. So, Rückseite natürlich dann hier einen schönen 5er. Und dann geht es hier wieder mit einem 2er. 2er, jetzt gucke ich gerade, habe ich mich hier verguckt. Ne, doch, passt, ein 5er. Wunderbar. Und dann hier wieder einen 4er hin, 2er und 2er. Ich habe mich gerade eben verguckt, so dachte mir, hä, ist das hier falsch? Nee, ich habe hier nur meinen Innenbereich ein bisschen länger hier gezogen auf der einen Seite, deswegen. So, ja, dann haben wir jetzt hier den nächsten Bereich, können den natürlich jetzt hier auch wieder einmal komplett zuziehen. Und sobald wir diese Fläche dann auch wieder einmal komplett zugezogen haben, geht es jetzt an die nächste Ebene und letzte Ebene. Da lassen wir auch jetzt hier von dem 5er einfach mal gesehen, so 3 Blöcke Platz. Dann setze ich mir hier insgesamt einen 7er einfach mal hin. So, ein 7er. An den Seiten mache ich mir das auf eine Länge von insgesamt 6 Blöcken. Und dann kann ich mir hier einfach mal mein Rechteck mal zusammenzeichnen. Und dann machen wir da auf die nächste Ebene. Dabei lassen wir einfach jetzt immer die Ecken einmal frei. So gehen wir dann hier einmal ringsrum. Und nachdem wir das haben, können wir hier oben einmal die Fläche ausfüllen und sind dann fertig mit dem Dach. Als nächstes wollen wir natürlich dann auch gleich mal unser Fernrohr uns basteln. Da nehmen wir einfach mal unseren gelben Beton, suchen uns hier mal so ein bisschen die Mitte raus. Zack, und setzen uns hier erstmal so ein 2x3 Rechteck einfach mal hier schön in der Mitte zentriert einmal hin. Das können wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 7 Blöcken einmal machen. Och, guck mal, gleich perfekt hier schon einmal hingesetzt. Ja, dann zeichnen wir uns das oder ziehen uns das hier erstmal einmal hoch. Nachdem wir das haben, wollen wir das natürlich noch ein bisschen bearbeiten. Wir fangen erstmal an den Seiten an, dass wir hier erstmal zack einen 2er ransetzen. Dann komplett hier einfach mal einen 5er ran. Das machen wir auf der anderen Seite genauso. Einfach hier erstmal ein 2er, dann kommt hier hinten ein 5er ran. Auf der Rückseite machen wir dann hier einfach mal erstmal so ein kleines Pluszeichen hin. Das Pluszeichen können wir einmal bis nach oben ziehen, aber halt nicht komplett bis nach oben. Denn hier machen wir einfach mal noch an den Seiten zack so ein 2er ran. Dann können wir das hier leicht bearbeiten und hier nochmal 2 weghauen. Und dann wollen wir uns einmal auf die Vorderseite begeben. Hier wollen wir einfach mal unten einen Block freilassen, setzen uns 2 hin. Dann setze ich mir hier so ein 3er hin, darauf nochmal ein 3er. Und da vorne ran setze ich mir nochmal 3 weitere. So, und jetzt können wir hier uns unser schönes Viereck einmal zeichnen, so dass wir hier einen Kästchenbereich von 3x3 haben. Den könnt ihr immer einmal komplett bis nach hinten schon einmal ziehen. So, andere Seite machen wir auch hier einfach mal so ein 3x3. Und ganz oben wollen wir auch nochmal so ein 3x3 uns hier einmal machen. So, da kann das hier ruhig hinten wie so eine Treppe schon so ein bisschen wirken. Wunderbar. Und sobald wir es haben, setzen wir auch gleich mal unsere Linse rein. Hier würde ich einfach mal schwarzen Beton mitnehmen und das hier innen drin einmal so zack reinsetzen. Wunderbar. So würde ich aber unser Teleskop hier oben noch nicht lassen. Ich würde jetzt einfach mal hier an der Seite, wo wir sind, hier in der Ecke unten einen ransetzen und dann so schräg davon nochmal einen weiteren Block. Ne, um, sage ich mal, das hier doch ein bisschen schöner aussehen zu lassen. So, Seite einmal hier in der Ecke und dann hier hinten nochmal einmal so ran. Setzen wir einfach noch einen weiteren Block. Und dann könnte man das eigentlich schon so lassen. Oder wir machen das hier noch ein bisschen, hier sage ich mal so gebogen, dass wir hier noch zack, 2 Blöcke hier oben weghauen. Und dann ist das Teleskop fertig. So einfach geht das schon. Um weiterzubauen, brauchen wir nochmal ein paar neue Blöcke. Wir holen uns einmal oder behalten einfach nochmal den roten Beton. Holen uns einfach ein paar Steinblöcke raus. Davon bitte noch die Stufen, denn ein bisschen glatten Quarz.
davon die Treppen und Stufen. Und dann holen wir uns noch ein paar türkise Glasscheiben raus oder halt die Glasscheiben, die du, sag ich mal, jetzt bei deinem Tower schon verwendet hast. So, zuerst verbauen wir das, was immer am schnellsten geht. Und dann nehmen wir einfach mal die Glasscheiben. Und zwar möchte ich die mir nur oben hinsetzen. Und zwar überall, wo wir, sag ich mal, jetzt hier solche, ja, Ecken haben, können wir da einfach nochmal die Glasscheiben reinsetzen, um das Ganze doch ein bisschen abzurunden. Das können wir unten vielleicht auch machen. Vielleicht die erste Blockreihe lassen wir nochmal so ein bisschen Platz. Ja, das kann man ruhig machen. Und dann fliegen wir einfach zu jeder Seite und setzen hier einfach nochmal ein paar Glasscheiben rein. So, oben könnte man theoretisch auch das so machen, oder? Oder komplett einmal drei. Oder wir machen es so, dass wir nur zwei oben machen und unten den einen Block lassen wir einfach so. Gut, hier könnten wir das vielleicht auch nochmal machen, so in der Mitte. Oder hier komplett. Ja, kann man ruhig machen. Und dann verteilen wir die Glasscheiben hier einfach nochmal so ein bisschen schön. Einmal hier überall so rein. Wunderbar. Andere Seiten hier natürlich nicht vergessen. Da ziehen wir es hinterher. Wunderbar. Dann haben wir schon mal die Glasscheiben so verbaut, wenn wir die verwendet haben. Und jetzt gehen wir an die nächste Sache an. Und zwar unser Paper Pro Logo. So, da fangen wir natürlich erstmal mit den Steinblöcken an. Da gehen wir mal hier, würde ich mal sagen, wir haben uns ja hier so ein paar Fensterebenen gemacht. Wir machen das jetzt einmal jetzt hier in der mittleren Ebene, da passt das super hin. Wir fangen hier unten beim Glas an. Wir lassen 1, 2 Blöcke, also zweimal Glasebene hier Platz. Ab dem dritten setzen wir einen Block hin. An den Seiten machen wir dann hier mit zwei Stufen dann auch nochmal so einen Block. Dann setzen wir daneben wieder einen Block ran, darauf wieder die Stufen. Und neben der Stufe setzen wir 1, 2, 3, 4 Blöcke einfach mal ran. Andere Seite ziehen wir das hinterher. Daran dann einfach mal hier wieder so zwei Stufen uns setzen, sodass das aussieht wie ein Block. Und oben hier an der Stufe setzen wir einfach nochmal drei weitere Blöcke und schon haben wir den Rahmen fertig von unserem Paper-Tour-Logo. Alle weiteren Blöcke, die man jetzt hier innen drin sieht, kannst du einmal austauschen durch unseren roten Beton. So, komplett ja einmal alles aus mit unseren roten Beton. Wunderbar. Und sobald wir das geschafft haben, nehmen wir gleich mal unsere Quarzblöcke. Könnt ihr hier gleich an den Seiten einmal platzieren. Hier in der Mitte setzen wir uns einfach mal mit zwei Stufen so hin, dass es aussieht wie ein Block. Und dann können wir gleich schon, würde ich mal sagen, darunter gleich einen Block setzen. Darunter setzen wir dann einfach hier so zwei Treppen ran, die sich, sage ich mal, so ein bisschen anecken. Und dann kann man hier entweder, sage ich mal, sich zwei Treppen hinmachen, um sich die Foto so darzustellen. Oder man nimmt dann einfach zwei Stufen. Muss man mal gucken, was einem besser gefällt. Aber ich glaube, das mit den Stufen gefällt mir mehr. Obwohl jetzt eigentlich auch mit den Treppen sieht er auch nicht schlecht aus, oder? Muss man mal so vergleichen. Könnte man auch mit den Treppen nehmen. Ich glaube, Treppen sehen doch ein bisschen besser aus. Ja, und dann haben wir unser Tower hier vom Paper Tool fertig. Jetzt können sie einziehen und wieder ihre Abenteuer leben. Natürlich hier ihre Stadt wieder retten. Und der Paper Tool Tower, der steht nun. Jetzt können unsere Helden auf ihre Pfoten einziehen, ihre Abenteuer leben und mal gucken, wen sie wieder aus dem Schlamassel helfen können. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.